Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rome Total War 2. Bis jetzt noch together mit dem lieben Tobi. Hallo. Und natürlich mit mir. Wir beginnen mit einer grausamen und tragischen Nachricht. Und zwar ist ein kleines Kind bei mir in der Familie gestorben, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, doch. Oh. Hast du das etwa gemacht? Was? Nee. Nee. Das geht gar nicht, das kann ich gar nicht. Echt nicht? Okay. Nee. Ja, bei den neuen ganzen Updates da weiß ich ja nicht. Ich kann doch kein Baby töten. Also. Nein, das ist auch um Gottes Willen. Ich wette, ich sehe in ein paar Wochen sehe ich die Folge und dann kommt so... Haha. War doch ich. So. Okay. Die Menschen haben sich von ihrer selbstsüchtigen Vergnügung losgesagt und sind in die Arme der Götter zurückgekehrt. Gutes Omen. Plus 4 öffentliche Ordnung pro Runde für 2 Runden. Das ist doch schön. Ja, das so. Ist auch gut. Dann habe ich noch einen Baubericht, weil 2 meiner Sachen fertig geworden sind. Na toll, mein Basileus hat eine Negativeigenschaft gekriegt. Also, was hast du, Idiot, angestellt? Zolleinkommen durch Handelsabkommen. Was? Fremder. Zolleinkommen. Fremder? Fremd nicht bekannt. Der Name sagt alles. Versteht ihr? Was? Minus 2% Zolleinkommen durch Handelsabkommen. Alles klar. Cool. Danke, Blödmann. Ah, Blödmann. Gerade noch. So, aber ich habe motivierte Bevölkerung in Mazedonien und ich kriege mehr Steuersatz. So, dann schauen wir doch mal. Ich könnte... Also hier hätte ich jetzt gerne erstmal noch einen Handelshafen, weil Handel ist wichtig, oder? Eigentlich brauche ich einen Hafen. Ich schaue mal, ob ich das woanders machen kann. Ja, hier machen wir ein Gehöft. Oh. Und hier drüben machen wir dann einen Versammlungsort, damit wir öffentliche Ordnung auch noch kriegen. So, wunderbar. Mal gucken, wie lange geht denn das hier jetzt noch mit der öffentlichen Ordnung, dass die runtergeht. Ja gut, wahrscheinlich noch ein paar Runden lang. Ja, schauen wir mal. Wird schon. Okay. Dafür geht's jetzt hier langsam bergauf. Spionierst du eigentlich noch gegen? Ja, okay. Was, ich? Ja, du spionierst garantiert auch hier irgendwo. Und ich wette, meine Spionin bemerkt dich jetzt dann bald, weil die ist nämlich voll heftig, weißt du? Nee, glaube ich nicht. Wieso glaubst du das nicht? Weil sie jetzt gleich stirbt? Nee, könnte ich zwar machen, aber wenn ich da wäre. Ja, du bist natürlich nicht da. Alter, das ist schon echt mies, wenn in deinem Stammbaum dann auf einmal steht, dass ein Kind im Alter von 5 Jahren gestorben ist, weißt du? Aber das war früher eigentlich ziemlich normal. Ja, aber bei mir ist es nicht normal. Bei mir ist es traurig, hardcore. Kann ich dich irgendwie töten lassen oder so? Du nervst mich. Entschuldigung. Nein, 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 nicht du. Ey, du bist hier nur zu Gast, ja? So, warte mal, was ist hier nochmal? Das ist... Gravitas. So, wer von euch beiden hat mehr davon? Du. Du hast mehr. Echemon. Habe ich Echemon in meinem... Warte, Agent rekrutieren, kann ich da irgendwas machen überhaupt? Nö. So, Streitmächte aufstellen. Nein. Ich könnte einen von den anderen Politikern wieder reintun, aber... Ja, obwohl ich... Aber das kostet auch wieder, ne? Aber dann mache ich ihn, glaube ich, wirklich zum Admiral. Oder das ist dieser Onesimos. Onesimos? Ja, das bist du. Sehr gut, dann nehme ich dich da.
Ohne Simos. Flotte aufstellen. Skorpiontiere, Helotensteinschleuderer, Angriffshexere, spartanische Hopliten. Nee, die. Doch, die spartanischen Hopliten. So. Oh, ich kann den. Ich kann den aufrüsten. Wieso kann ich ihn verbessern? Was habe ich neu, dass ich die verbessern kann? Kann ich die anderen auch verbessern oder nur ihn? So, wie auch immer. Ich schicke dich auf jeden Fall jetzt mal irgendwie hier hinter oder so. Beweg deinen Arsch. Hier hin. So. Kann ich die andere Armee auch verbessern? Habe ich irgendwas freigeschaltet oder so? Nee, das geht nur bei der Flotte. Okay. Ja, wahrscheinlich durch Weil's den... Weil es eine Flotte ist. Aber ich habe eigentlich keine Werft mehr. Ich habe eigentlich nur die... Ich habe... Bau zwei Handelshäfen. Naja, wie auch immer. Wahrscheinlich ja, weil die noch nicht abgerissen wurden oder so. Doch, abgerissen ist er schon. Er war ja davor auch sowieso kaputt, weil ich geplündert habe. Vielleicht durch, du hast doch, warte. Durch den Tempel des Poseidon, genau. Das könnte sein. Warte, ich schau mal kurz. Ich glaube, da bekommen die Stufe 2 oder so. 6 Nahrung, öffentliche Ordnung, hellenischer kultureller Einfluss, Wohlstand durch Seehandel. Ah ja, Schiffsrümpfe der Stufe 2. Ja. Genau. Und minus 10% Schiffbaukosten. Praktisch, dieses Ding. Praktisch. Das muss ich echt, ich muss mich irgendwann noch in Seeschlachten üben, weil da bin ich ja so schlecht drin. So, ja, dann gebe ich mal wieder weiter, weil ich bin, soweit ich das gesehen habe, fertig. Alles klar. Ich bitte euch demütig darum, zumindest über einen Vertrag nachzudenken. Eine starke Abwehr braucht eine starke Grundlage. Makedonien möchte ein Schutzbündnis mit mir machen. Was? Die sind okay. Auch im Krieg mit den Seleukiden. Okay. Aber wie viel bieten die? Gar nichts, sie fordern 100 Gold. Ich mach's auch nicht, weil... Nein. Aber vor allem bin ich mittlerweile größer als die. Eben. Die haben eigentlich, glaube ich, nur noch Peller. Deswegen... Ja. Lehne ich das ab, weil ich muss Pella später sowieso einnehmen. Frage mich deswegen. Na, mit Pella könnte ich auch mal versuchen, Handel zu treiben. Dies ist solange sie noch da sind. Und weiteren kommenden Einigungen. So, Syrakus möchte Frieden für 1710 Gold. Ist es überhaupt Gold? Ich weiß immer noch nicht. Ja. Oder Talente waren, Talente hießen das ja früher. In Griechenland oder so. Nehme ich aber auch nicht an, weil ich brauche Epidamnus. Stimmt, das wolltest du auch noch, genau. Und wenn die den Frieden so dringend wollen, spätestens wenn ich Epidamnus habe, werden sie wahrscheinlich wieder fragen, weil dann besitzen sie, glaube ich, nur noch wenn eine... Wenn die Götter uns zusehen, fragen sie sich sicher auch, warum unsere Freundschaft nicht stärker ist. Knossos? Knossos möchte einen Nicht-Angriffspakt mit mir, gehört aber einer Provinz, zu Hellas, genau. Und deswegen werde ich denen auch nicht zustimmen, so leid es mir tut, weil eigentlich mag ich die echt gern. War die Zunge aber beim Sprechen dieser Worte nüchtern? Oder du schaust halt, wie viel die dir zahlen. Nee, weil irgendwann muss ich's einnehmen. Das, ja, aber wenn sie jetzt sehr viel zahlen, bis du dahin kommst, hat das keine Auswirkungen mehr. Glaube ich aber nicht, dass sie viel zahlen, weil das ist ein... Ups, ich muss heute vielleicht bestätigen noch. Weil das ist eine kleine Stadt. Ich glaube nicht, dass die viel Geld haben. Ja, okay. Also, und wenn sie viel Geld haben, dann bieten sie es mir vielleicht später. Gut, Sklavenaufstand bevorstehend, das war klar. In Gerha. Und der brennende Sand ist auf dem Wasser und brennt. Also, der brennt wirklich. Also, der
der brennt. Und nee, der wie nennt man das? Der plündert, genau. Ah, okay, er brennt nicht, sondern er plündert. Ja doch, ich würde sagen, ein gewisser Unterschied besteht. Ja doch, das ist eine Fackel und die brennt. Ich bleib bei meiner Meinung. So, warte, hier habe ich minus 7. Wieso habe ich da minus 7? Kulturelle Unterschiede und plündern. Mhm. Aber wer plündert hier? Das, was ich gerade vorgelesen habe. Oder das, was ich gerade erzählt habe. Ja, Tobi, good job. So. Ja, wirklich. Du bist ein wahres Naturtalent. Ah, danke schön. Ja, mache ich mal den Steuersatz weg. Ist zwar ziemlich gut, aber hier 20% Wohlstand aus allen Handelsgebäuden gibt auch sehr viel Geld. Und reduziert die Abnahme der Sklavenbevölkerung. Und gerade war die noch bei 10 oder minus 10 und jetzt geht's langsam aufwärts, aber ich will das noch unterstützen, natürlich. Natürlich. Natürlich, selbstverständlich. So. Der Sabba oder Sabba. Also der ja, Sabba genau, mit einem der D. Sabba. Ja, genau. Ja, du hast es schon verkackt. Okay, weiter. Was ist mit dem? Gar nicht Sabbat verkackt. Gerade auf deinen Teppich. Ja, so ungefähr. Also der ist jetzt bei Jahrib, also bei Persien, also bei dem kleinen Kaff, das mir weggenommen wurde. Und okay. Ich wollte mit denen eigentlich jetzt Krieg führen. Okay, du kannst ja so machen wie Phil Coulson. Du kannst ihm sagen, so, ja, wenn sie weglaufen, betäube ich sie und schaue mir die Supernanny an, während sie auf dem Teppich sabbern. Ja, das ist eine Idee. Warte, der hat hier... Also ich meine, wenn er schon Sabba heißt, dem sein Volk, dann... Mhm. Also... Ja, den sollte ich eigentlich jetzt raustreiben, oder? Ja, echt zum Sabbern bringen, ja. Genau, also, ja. Gut, dann sabber ich mal bei dem auf dem Teppich. Nein, er soll doch bei dir auf dem Teppich sabbern. Du kannst ihn ja dann versklaven oder so. Ich werde mir eure Reden okay, Krieg erklären. Wissen, soll ich meine Verbündeten zu Rate ziehen? Ja. Ja. Die sind alle bei Geringe. Krass. Ja, wo sind vielleicht... die alle? Was? Wo sind die alle? Wer ist wo alle? Deine Verbündeten? Achso, die haben alle zugestimmt bei dem Krieg. Also jetzt hat Sabba... ein echtes Problem, ja doch. Ja, also die sind jetzt im Krieg mit Persien, mit Rhodos und mit Media. Und Media ja, ist ziemlich weiß. Groß. Die wurden zwar gerade von Dragania... was? Trangiana, genau. Wurden die ziemlich aus Persien rausgeboxt, aber die haben das schon wieder zurückgeboxt. Makedonien mögen mich nicht. Warte, ich probier's trotzdem. Seid willkommen. Handelsabkommen, niedrig. Wenn ich kann. Was? Wow. Niedrig und sie haben es angenommen, oder was? Nee. Der, was der gesagt hat, war ein bisschen seltsam. Also, er hat gesagt, seid willkommen, ich werde euch gerecht antworten, wenn ich kann. Und ich habe verstanden, weil ich kann. Und, okay. Warte. Why? Cause I can. Will der noch, dass ich... Warte mal. Ja, okay. Hat er nicht, wollte er nicht. Auf unseren Märkten, warte mal, was hast du denn? Du hast nix. Du hast nur Import. Idiot. Minus 9, die mögen mich ein bisschen mehr. Eine flatternde Zunge, die aber auch das wollen sie nicht. Kusch. Plus 1, aber die will ich eigentlich erobern. Seid willkommen. Ja, Kusch sollte man auf jeden Fall erobern. Kusch. Du willst ja nur, dass ich weit weg bin von dir. Ja, ist das irgendwie seltsam? Ja. Avena minus... Oh, die sieht süß aus. Okay.
Ah, okay. Tobi macht sich also an feindliche Generäle ran. Ja, die... Ja, ich verstehe schon. Sie sieht süß aus. Ja, die Königin halt. Sieht gut aus. Also. Ja, ja, die Königin sieht gut aus. Ich verstehe schon. Ja, ja. Alter, und die sind ziemlich reich. Ja, noch besser, Alter. Was spricht gegen eine Ehe nochmal? Warte. Mal schauen. Kann ich heiraten? Seid gegrüßt. Warte, nicht an, Chris Park mögen die auch. Das ist ja so witzig. Boah, krass, das mögen die auch nicht. Krass. Die sind ja biestig. Warte, ich geb denen jetzt einfach mal Geld. Okay. Das haben sie angenommen, jetzt mögen die mich um 5 mehr oder so. Das ist doch cool. 5 gleich. Ja, ich habe ihnen 1000 gegeben. Wow, okay. Vielleicht breiten sie sich mehr aus und machen dir dann den Norden zur Hölle. Könnte ja sein. Könnte vorkommen, ja, gleich nachdem ich ihn sperre in sämtliche Körperregionen. Nein, das klingt komisch. Ja. Gut, ja. Lassen wir das. So, schauen wir mal kurz in die Politik. Was ist denn mit der Kleinen? Die kann doch mal bilden. Achso, nee, hä? Was? Bitte was? Achso. Von welcher Kleinen reden wir jetzt? Nicht von der Königin, sondern von meinem Kind. Ah, okay. Boah, was bist du denn für einer? Ja, die wird halt jetzt ins Internat geschickt, ne? Ja, genau. Sie kommt jetzt, die Tochter kommt ins Internat und du machst dich in der Zeit an irgendeine Königin von einem anderen Volk ran. Ich glaub's auch. Was? Nein! Was? Nein! Bist du jetzt dann eigentlich irgendwann auch mal fertig hier? Ich zuck schon mit den Fingern. Okay, warte. Dann zucke ich gleich auch mit dem Finger und zwar auf Runde beenden. Okay, das finde ich gut. Aber zuerst schaue ich mal hier rum. Du wirst aktiviert. Aktiviert Abwehrkräfte oder so. Warte. Aktimalisiert. Was? Nichts, alles gut. Okay. Oh, oder wollen wir noch... Okay. Wollen wir noch eine kleine Schlacht machen? Ja, ja, wie du magst. Wenn es doch in die Folge reingeht. Nee. Gut, nächste Folge. Alles klar. Ja, vielleicht holt Saba meine Stadt zurück und dann kann ich meine Stadt zurück von Saba holen. Das ist. Weißt du, ich stelle mir gerade wirklich so haufenweise Soldaten vor, die auf dem Wüstensand sabbern. Naja, so. Schwitzen auf jeden Fall. Ja, schwitzen glaube ich auch. Wenn ich im Wüstensand kämpfen würde, das. Ja, schrecklich, grauenvoll. Ja. Okay, gut, dann warte, ich bin dran, heißt es jetzt, ich muss auch noch die Abmod machen, oder was? Nö. Ja, nee. Ja, ich glaube, ich bin auch noch dran. Also, wir haben jetzt, sind bei 18 Minuten, also. Ach so, okay. Dann, ja. 18, ja gut, dann auf jeden Fall. So, mein Held ist aufgestiegen. Ja, ich weiß schon, dass Herkules dir nicht das Wasser reichen kann, das erzählst du mir relativ häufig. Alle Einheiten, Begleiterarmee, Unterhalt, alle Rekrutierungskosten für Landeinheiten, lokale Provinz und du bist... Oh, das, was ist das da? Genau. Das ist richtig gut. Hoplit Nummer 3. Sehr gut. Wie alt bist du eigentlich? Wie kann ich euch dienen? Du bist... Ja, 36 ist ja Jugend... So... Ein guter Sitz und vertrauenswürdig obendrein. Plus 3 Geheimaktionen beim Anführer einer Armee, wenn General. Aha. Und ich habe in Hellas ermutigte Bevölkerung. Na, sowas freut mich doch zu hören. Ja. Warte, wie weit kann der jetzt fahren? Noch nicht weit genug. Oder warte, ich kann ihn ja in Gewaltruder-Dingens schicken. Und dann...
Los, beweg deinen Hintern. Hintern. So. Dann schauen wir mal, wie sieht's denn in Apollonia aus? Immer noch Minuswerte. Bedeutet, ich warte noch ein bisschen, bevor ich Epidamnus einnehme. Vor allem, weil, sobald ich die Armee rausschicke, ist es minus 16. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. Ja, erfüllt eure Pflicht, Männer. Sehe ich auch so. Nun denn, würde ich vorschlagen, ich bin eigentlich, glaube ich, oder bin ich schon fertig? Mein Schwert gehört euch. So, Spionin, was ist eigentlich bei dir verkehrt? Du hast immer noch nichts gefunden. Was sucht sie denn? Kann ich euch dich? Behilflich sein? Den Mörder meines Kindes? Ja, das ist einfach so gestorben. Ja, ja, ich glaub's auch. Vor allem nach dem gehässigen Kommentar von wegen so, ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht gefallen, dann ist das die einzige negative Nachricht, die in meinem ganzen Nachrichtenblock drin steht. Es ist irgendwie verdächtig, findest du nicht? Nee, ich hab gesagt, das wird dir gefallen. Ja, das würde ich jetzt auch sagen an einer Stelle. So, Ehepartner suchen, macht einen gegnerischen Ehepartner. Ich hab's aufgenommen, ich kann's beweisen. Ja, ich hab's auch aufgenommen, ich kann's auch beweisen. Ja. Ob du es glaubst oder nicht. So, warte mal, wenn ich bei einem gegnerischen Charakter, also bei einem Charakter von der Gegnerfraktion, ja, Ehepartner suchen finde, mache, sucht er dann bei meiner Fraktion nach einem Ehepartner und wird dann, oder die Kinder werden dann zu meiner Fraktion gezählt? Kann beides sein. Also das ist ein bisschen, also ich dachte schon, aber... Aber es kann auch sein, dass er dann Kinder für die Gegnerfraktion kriegt. Nee, er bekommt keine Kinder, aber es kann sein, dass die Frau halt zu ihm geht. Zu seiner Fraktion, aber die gehört immer noch zu dir. Das heißt, die Fraktion ist dann besser auf dich zu sprechen. Ach so. Ein Gefallen. Tut ein Mitglied einer anderen Partei einen persönlichen Gefallen. Beförderung sichern. Lol, ich kann meinen Basileus befördern? Ja, klar. Also, kostet zwar ziemlich, aber man kann jeden befördern. Nutzt euren Einfluss, um diesen Charakter in ein höheres Amt zu befördern. 2 Loyalität für alle. Minus 2 Loyalität für alle Parteien für 2 Runden. Nächste Stufe Ding. Plus 3 Steuersatz. Gravitas pro Runde. Loyalität politische Partei, der dieser Charakter angehört. Und minus 2 Unterhalt für alle Landeinheiten, nur Armee. Das klingt doch so geil. Beförderung! Beförderung auf den Tisch. So, politische Intrige. Das ist aber jetzt ein anderer Charakter. Das ist gar nicht meiner. Ah, ich hatte einen anderen ausgewählt. Egal, das ist auch ein General. Passt. Okay, funktioniert. Eigentlich wollte ich meinen Basileus machen. Aber, kann ich auch noch machen. Hä, das kostet überhaupt nichts bis jetzt. Oder sehe ich die Kosten dafür erst nächste Runde? Nee, das sieht man eigentlich... Ah nee, weil mein Basileus zum Beispiel kann ich eben nicht befördern. Da ist es nicht so. Dann hat er noch nicht genug Einfluss. Ich kann meinen eigenen Basileus adoptieren? Was ist das denn für ein Müll? Ja, das Adoptieren ist... keine Ahnung. Das ist echt... Buggy geworden. Irgendwie komisch geworden. Ja, also das ist so eine Spielmechanik, die es wirklich nicht braucht. Ja, also ich meine, davor war es ja voll sinnvoll, weil du konntest einfach einen Charakter aus der Gegnerfraktion adoptieren. Aber jetzt? Was kannst du eigentlich machen? Sophos, der verlässliche Schild des Herakles wird euch nicht enttäuschen. Das ist gut, du bist General, das brauchst du bitte. Und Haushalt. Bonus auf die maximale öffentliche Ordnung durch hellenische Kultur.
plus 1 Autorität und öffentliche Ordnung pro Runde in der lokalen Provinz. Finde ich beides ziemlich gut. Für einen erobernden General. So, und du, mein Freund, ohne Seismos oder so, wie du heißt, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch wurscht. Du suchst jetzt einen Ehepartner. Oh. Ja! Ziel, Atrete. Okay. Hoffentlich tritt sie nicht. Oh Gott. So. Okay, verdammt, sie ist in der Gegnerfraktion. Das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Ja. Oh, was kann ich mit ihr machen? Diplomatie entsenden. Nö. Organisiert Spiele. Oh, das finde ich klingt gut, aber das will ich gerne bei meiner machen. Kannst du Spiele organisieren? Ja, organisiere Spiele, oder was ist das? Zocken. Ja, LAN, erstmal eine fette LAN organisieren. So. Ah, Kosten in Münzen. 1200. Sind dem Politiker in einem problematische Provinz, um die Regierung zu unterstützen. Hoffentlich kehrt dadurch wieder Ordnung ein. Gravitas für diesen Charakter. Loyalität für alle Parteien für 5 Runden. Okay, nein, ich glaube, ich lasse das doch, weil ich sehe bis jetzt irgendwie, ich sehe den Vorteil von diesen Münzeninvestitionen-Dings nicht. Bis jetzt. Jo. So, dann, ich bin fertig und ich glaube, jetzt haben wir auch die 30 Minuten fast, oder? Ja, fast. Aber wir können die Runde noch durchlaufen lassen. Genau. Ruhm, Reichtum, wollen Sie schon wieder? Und ein Platz in der Geschichte. Ja. All das wird unser sein, wenn wir als Freunde zusammenstehen. So. Ich will Zahlungen. So, 5000. Niedrig. Ich überlege gerade ernsthaft, auf Vorschlag übermitteln zu klicken, weil es eher unwahrscheinlich ist, dass er den Vorschlag annimmt. Ja, dann macht er meistens ein Gegenangebot. Angebot nicht auf die leichte Schulter. Er macht Gegenangebot und hat gesagt, er möchte gerne militärischen Zugang. Aber den kriegt er nicht, sorry. Keine Partei, die nicht, keine Fraktion, die nicht spartanische Soldaten hat, kommt in mein Land, ohne dass Konsequenzen hat. Nix da. Sparta forever. Oh lol, Syrakus, tut gerade Pella angreifen. Oh. Wenn die Götter uns zusehen, krass, fragen sie sich sicher auch, warum unsere Freundschaft nicht stärker ist. Okay. Knossos will schon wieder Schutzbündnis, genau. Und will, dass ich auch noch dafür zahle. Nee. Ich hätte gerne... Also wir können einen Nicht-Angriffspakt machen. Das finde ich, können wir machen. Aber nur, wenn du mir viel Geld dafür gibst. Und bei 4000 sagst du schon nö. Unsere gemeinsamen Schutzbündnis Feinde gibt's nicht, sorry. Also du hast zwar nur Krieg mit Sklaven, aber... War... Nö. Oh lol, Persien. Was tut Persien? Der greift Saba an. Mit deiner Unterstützung. Und das sieht aber... Ach so, warte, ich sehe ja immer, wie deine Chancen stehen in Rot, ne? Ja. Also, hat der... Ja, nee, das... ja, warte, da mache ich Schutzstellung. Dann, ja. Ah, nee, fuck, ich habe als KI-Spiel gedrückt, scheiße. Ja, aber das macht nichts, weil ich schon... Einfach so. Ach so, im Endeffekt gilt immer das, was du sagst, oder? Nicht, genau. Sag quasi nur, was ich machen würde, und du sagst aber, was passiert. Sinnvoll. Ja. Klingt sehr sinnvoll. So, dann sind wir jetzt gleich, so wie es aussieht. Genau. Wollen die irgendwas von dir, die. Jetzt. Nee, jetzt. Ich bin. Durch. Hat einfach nur länger zum Laden gebraucht. Ach so. Gut, dann. Wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wiedersehen. Wiedersehen.